Ja, wir fügen ein weiteres Programm unserem USB-Stick zu, die digitale Schultasche, und zwar CamStudio hier auf der Seite von chip.de. Aufpassen, es gibt hier eine normale Version und eine portable. Ihr solltet die portable Version wählen, die 2.7.2. Es gibt auch eine normale Version, mittlerweile in der Version 2.7.4. Da ist allerdings Spyware drauf, habe ich vorhin gelesen. Die sollte man nicht installieren. Also sucht euch genau diese Version raus, ladet sie runter und installiert sie auf dem USB-Stick. Wie das genau funktioniert, das habe ich in einem anderen Video schon gezeigt. Der Link ist in der Beschreibung drin. Und jetzt zu dem Programm selber. Das Programm selbst konnte ich nicht auf Deutsch umstellen. Es ist zwar, wenn man es startet, hier unter den Optionen eine Sprache auswählbar, aber hier kommt eine Fehlermeldung bei mir. Wie gesagt, habe es nicht geschafft. Ich habe aber hier eine Seite gefunden, die Einstellungen erklärt, die man hier noch vornehmen kann. Englische Oberfläche, deutsche Erklärung. Der Link ist dann ebenfalls in der Beschreibung drin. So, wenn man das Programm aufruft, gibt es hier File, also Datei mit Record, Pause, Stopp. Und das hat man hier auch als Symbolik. Also braucht man nicht unbedingt hier in das Menü reinklicken. Region meint den Ausschnitt, was hier abgefilmt werden soll. Also ganzer Bildschirm oder ausgewählte Region. Wenn man zum Beispiel ein YouTube-Video erstellen möchte, dann sollte man halt die 1280 mal 720 hernehmen. Das ist dann dieses Format, was wir hier gerade sehen. Wir können aber auch ein anderes Format hernehmen, also zum Beispiel 400 mal 300. Wenn ich hier sage okay, wenn ich hier sage aufnehmen, dann habe ich auch hier am Cursor ein entsprechendes Format. Halt, das ist da drüben, das muss ich jetzt reinschieben. Hier habe ich das. Da, wo es so blinkt, dieser Bereich ist jetzt praktisch 400 mal 300 und genau das wird hier gerade aufgenommen. Ich kann aber auch pausieren und sieht hier diese Winkel hier und ich kann aber weiter aufnehmen und wenn ich hier auf Stopp klicke, dann schlägt er mir den Speicherort vor und ich kann hier einen entsprechenden Dateinamen wählen. Dann in den Optionen, hier ist standardgemäß kein Audio eingestellt. Hier kann man sagen, Rekord vom Mikrofon. Dann haben wir noch Cursor-Optionen. Also ich nehme hier gerade mit einem anderen Programm auf, mit Bandicam. Da ist es so eingestellt, dass man den Cursor sieht, dass er auch einen gelben Kreis bekommt. Und hier mit diesem Programm müsste man das auch erstmal einstellen. Also erstmal, dass man den Cursor sieht. So sieht er dann entsprechend aus. Man könnte jetzt auch noch einen anderen Cursor entsprechend auswählen. Ich lasse mal den Standard an und ich kann auch entsprechendes Highlight setzen, also dass dieser Cursor ebenfalls einen gelben Kreis bekommt. Kann hier aber auch eine andere Form auswählen, auch entsprechend dann die Farbe und ich kann sogar noch die Mausklicks entsprechend auswählen, linke Maustaste, rechte Maustaste, je nachdem was gedrückt wird, erscheint die dann entsprechend in einer anderen Farbe. Ja, was haben wir hier noch? Ansicht, hier kann man das Fenster entsprechend verkleinern, also hier nur die Schaltflächen, die man hier braucht. Oder entsprechend etwas die kompaktere Ausführung mit den Menüs noch oben drüber. Je nachdem, hier kann man dann auch entsprechend umstellen. So, dann probieren wir CamStudio mal aus, nachdem wir alles eingestellt haben. Ich schaue noch mal nach, welche Größe. Okay, das passt. So, dann klicke ich hier auf Aufnahme. Ich sehe jetzt auch, ich habe hier die Umrandung, die muss ich jetzt hier entsprechend positionieren noch. Einmal klicken und dann sehe ich diese vier Winkel. Und ja, je nachdem, was ich jetzt in diesem Bereich aufnehme, ich starte einmal Word.
sich an dieses Video erinnert. Ganz, ganz nett. So, schließen wir es wieder. Und dann gehen wir hier auf Stopp. Und hier wird dann entsprechend vorgeschlagen, zu speichern. Ich speichere das hier mal auf den Desktop. Überspeichere das hier. Okay. So, mal sehen. Jetzt müsste eigentlich, genau, CamStudio bringt einen eigenen Player mit. Der geht dann danach auf und dann kann ich hier auf Play gehen. Und dann sehe ich diese vier Winkel. Und ja, je nachdem. Ja, diese Datei kann man allerdings nicht nur mit dem CamStudio Player abspielen. Also das wäre die Datei, sondern ich kann die natürlich auch mit dem Media Player abspielen oder VLC Player, je nachdem, was man zur Hand hat. Okay.